12 Südtiroler unterstützen die Sizilianer in ihrem Kampf gegen die Mafia. In einem Weingut. Das Weingut und das Haus eines ehemaligen Mafia-Killers wurden beschlagnahmt. Eine gemeinnützige Genossenschaft führt dort heute einen Betrieb. Es ist ein weiterer Schritt gegen die Mafia. David Runer hat die Südtiroler bei ihrem Einsatz im Hinterland von Palermo ein paar Tage begleitet. Es ist Erntezeit, nicht nur in Südtirol. Gut 1000 Kilometer weiter südlich, in San Giuseppe Jato, machen sich 12 Südtiroler im Weingut an die Arbeit. Manchmal ist es einfach so, wenn jemand redet, dass er arbeitet, da kann man arbeiten und ratzen sie gleich. Und das geht uns auch ganz schön. Wir holen die besten Trauben nachher, was Sizilien bietet, um noch einen richtig tollen Wein nachher zu machen. Das wird ausspielen. Ma come si chiama quel vino? Tendone di Trebbiano. Tendone di Trebbiano. Der Wein wächst hier auf ganz besonderem Boden. Früher war das Gelände im Besitz der Mafia. Dann wurde es beschlagnahmt und einer Sozialgenossenschaft übergeben. Stück für Stück wird die Cosa Nostra auf diesem Weg zurückgedrängt. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Vor 10 Jahren wurden wir noch misstrauisch angeschaut. Wir Arbeiter in den Feldern waren richtige Pioniere. Die Leute hielten uns für verrückt und fragten uns, warum macht ihr das? Habt ihr keine Angst? Doch Angst um uns selbst hatten wir nie, höchstens um unsere Familien. Paura non ho avuto mai per me. La paura è per la famiglia. Während ihres Aufenthaltes wohnen die Südtiroler in einem ebenfalls beschlagnahmten Haus, das früher der Familie Brusca gehörte. Giovanni Brusca war der Killer, der 1992 beim Attentat auf den Mafiajäger Giovanni Falcone den Auslöser betätigte. Durch die Explosion wurden 5 Menschen getötet. Ereignisse wie diese aus der Ferne zu beobachten ist eine Sache. Das Gebiet zu besuchen, dort zu wohnen, zu essen, ist wiederum eine andere und eröffnet Einblicke. Einige kommen auch deshalb immer wieder. Die haben Sizilien als Tourist kennengelernt und jetzt habe ich Sizilien als, so ein bisschen als Weinbauer für 4-5 Tage kennengelernt. Das ist wirklich was anderes. Und wenn man die Leute trifft auf dem Feld und mit ihnen gemeinsam arbeitet, nachher versteht man sich ein bisschen besser, was in Sizilien ein bisschen läuft. Mit den ganzen Stärken und den ganzen Schwächen, was sie haben. Neben der Arbeit auf dem Feld stehen an den Nachmittagen Begegnungen auf dem Programm. So wie hier mit Zeitzeugen einer Tragödie aus dem Jahr 1947. Damals versuchte die Mafia, den Widerstand einer Bauernbewegung zu brechen und tötete 11 Menschen aus einem Hinterhalt. Es haben uns jeden Tag Personen erzählt, wie das abgelaufen ist, was da alles passiert ist. Und es berührt schon. Teils werden auch ein bisschen Missverständnisse, was man durch die Filme, wie sie gemacht werden, ausgeräumt. Aber dort zu erfahren, wie das wirklich abgelaufen ist, also es berührt und es gibt auch zu denken. Uns bedeutet das sehr viel, dass die jungen Leute an diesen Ort des Blutvergießens kommen. Dadurch erweisen sie nicht nur unseren Gefallenen die Ehre, sondern sie versetzen auch der Mafia einen Schlag. Heute ist die Mafia längst nicht mehr so sichtbar wie früher. Sie hinterlässt zwar noch einige Spuren in der Landschaft, doch der Kampf gegen die Cosa Nostra wird auch in den Köpfen der jungen Generation geführt. Sie hat es hier bei mehr als 50% Jugendarbeitslosigkeit besonders schwer. Es ist klarerweise ein schwieriger Prozess, weil die Wirtschaftskrise viele dazu zwingt, von hier wegzugehen. Solange es irgendwie geht, wollen wir daran glauben, dass wir diesen Weg weitergehen können. Dafür kämpfen wir, auch wenn es langsam geht und es dafür viel Mut und auch Kraft braucht. Kraft und Beharrlichkeit braucht es auch, um auf dem früheren Mafia-Gebiet Bio-Qualitätsprodukte zu ernten. Die Südtiroler sind den Weg zu einer freien Erde ein Stück weit mitgegangen. Sie werden Land und Leute mit neuen Augen sehen.